Und dann bleiben noch 8 Punkte über. Damit schaffst du es und trotz du kannst, Erschwernis. Genau, du kannst hier mit einem Sprint in 2 Aktionen stehen bleiben. Stehst auf erhöhter Position und kannst dann wem auch immer in den Rücken schießen, von oben runter. Nächste Runde erstmal. Ömer hat vorgezogen, wir machen weiter bei Ahmad. Ahmad hat sich in den Weg gestellt und würde darauf warten, dass der Kapitän irgendwas macht. Okay. Kapitän zieht einen Fechtdegen und wird sich dem Kampf stellen. Das finde ich gut. Der Junge gefällt mir. Gut. Macht er allerdings erst nächste Aktion. Er positioniert sich so, dass ihr günstig steht und da gut kämpfen könnt. Abelmir, 20. Ich würde mich in Richtung Jalan begeben, also direkt neben ihm stellen. 6 Meter etwa bis da. Nichts weiter. Mhm. Freie Aktion, umdrehen. Ein Zauber! Du siehst mich völlig erschöpft dastehen, bleich im Gesicht. Es geht nicht. Ömer hatte vorgezogen auf der 25 des Kiaras. Warst du unten bei deinen Männern oder warst du oben, um von dort zu kommandieren? Bei den Männern. Gut, dann stehst du jetzt dort und kannst erkennen, wie wohl die Menschen teilweise nicht mehr klettern, sondern jetzt runterfallen, weil sie von der Reling gedrängt werden. Zwei der leichten Infanteristen klatschen jetzt gerade neben dir runter. Irgendwas ist da wohl los. Was ist denn da oben los? Wie weit habe ich dieses Schiff aufgeräumt schon? Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich mal sagen 80% Verlust auf deren Seite, 20% Verlust auf deiner. Sieht gut aus. Gut, beenden wir das hier. Löschen wir den Rest aus. Gut, das heißt, du kommandierst weiter und versuchst dann das Schiff, die Halucke, ohne Fressen zu säubern. Genau. Keine Feinde im Rücken behalten. Nächste Kampfrunde. Ich möchte vorziehen. Ja. Da offensichtlich keine magische Unterstützung mehr zu erwarten ist, wird jetzt gepusht. Vorwärts! Drücken! Drücken! Wir müssen da durch! Und würfel mal bitte. Schiff voran und los. Würfel mal bitte für dich eine Angriffsprobe. Mit meiner normalen Waffe? Mit deiner normalen Waffe, genau. Gar nicht mal so gut. Einmal gelungen. Einmal gelungen? Das Problem ist wohl auch nicht, dass deine Söldner treffen. Das Problem ist wohl eher die Rüstung der Homeria. Du kannst gerne einmal Schaden machen, um es selbst zu erfahren. Du hast keine Wucht angesagt, also einfach ganz normal Treffer. Ja, da ist noch ein Punkt Waffenbalsam drauf. Oh. Ja, die Rüstung von den Homeria-Kriegern. Ich möchte den schippen. Ich möchte den schippen. Ist genau dafür da. Gucken wir, ob wir sie knacken. Naja. Nein. Die Rüstung der Homeria-Krieger liegt bei sowas wie 6 und das könnte teilweise auch sehr viel natürlich sein, teilweise ein bisschen dämonisch verstärkt. Die Zeliten, die in der zweiten Reihe stehen und mit ihren langen Speeren ebenso drüber stechen, das ist sehr, sehr schwer, diese Formation aufzubrechen und die Seesoldaten laden genüsslich ihre Armbrust nach. Das ist nicht von viel Erfolg für uns. Werden die mehr geschossen von unseren Schätzen? Hier unten habt ihr, ich glaube, ihr hattet auch nochmal, hattet ihr Fernkampf drin? Hattet ihr nicht angesagt. Macht, glaube ich, auch keinen Sinn, dass ihr Fernkampf mit runternimmt. Ich hatte Fernkampf mit runtergenommen. Du hattest Fernkampf mit runtergenommen, dann schießt du die... Ich habe meinen Läufer hochgeschickt, der welche holt. Dann den Läufer braucht natürlich und genauso brauchen die Leute, die dann runterkommen. Wie lange brauchen die denn, um da innen hochzuklettern, wenn wir nicht außen mit derselben Geschwindigkeit die Treppe runterrennen können? Enge Treppe? Enges Loch. Und dann sind die auch, also die müssen einmal hochrennen und wieder runterrennen. Aber okay, sie sind auf dem Weg. Vielleicht treffen sie irgendwann ein. Ja, aber entsprechend ein Großteil des Adlerbanners dürfte noch hier sein und mitbürgen gerade da auf die Leute, die da aus dem Loch kommen, zielen. Ja, das ist sicherlich richtig. Also dürfen die gerne ihre Armbrüste nachladen und werden von Bögen zerballert. Gut, Jalan hatte vorgezogen. Wie gesagt, die Rüstung. Du hast auf alle Fälle Schaden gemacht an den Homeriern. Das dauert, bis du die klein hast. 14 Elders, beziehungsweise nein, der Kapitän Vigor muss jetzt angreifen. Bei der 11. Ahmad, er würde dich ganz gerne finden.
Finte 5. Das darf ich gerne probieren. Das würde er schaffen. Ja, dann würde ich mir eine 5er Meisterparade geben. Wäre also insgesamt erschwert um 10. Jo, aber 9, weil ich Initiative 20 bin. Okay. Das wäre gelungen. Dann hast du ihn Meister pariert und sein Angriff ist durch. Spart sich eine Parade auf. Willst du vorziehen? Ich überlege gerade, wie vorziehen. Also er hat jetzt einmal angegriffen und prinzipiell könntest du jetzt handeln, aber ansonsten machen wir weiter mit der 14. Achso, ja, nee, wenn, damit wir den Kampf jetzt hier abhandeln, würde ich gerne vorziehen. Gut, das finde ich sinnvoll. Dann würde ich ganz gerne mal mit einer 8er Finte gegenwirken. 5er Erleichterung treffe ich auf die 15. Das ist eine 5er? Eine 8er Finte. Eine 8er Finte, danke. Das schafft er. Ist die 5 angekommen? 5 ist nicht angekommen, dann mache ich nochmal. Schafft er. Alles klar. Okay. Eldan. Ignifaxius Flammenstrahl auf diesen Humeria. Enger Strahl. Und B. Ja. Ich nehme 7W6. Ach komm, jetzt ist eh egal. Jetzt können wir auch 10W6 nehmen. Ja, 32 Schaden. Kommt der Schaden durch, wenn du ihn nicht bezahlen kannst? Ja, weil ich über ZFW 11 bin. Gut, das war nämlich die Frage. Sehr gut. Dann brennst du jetzt deine ganzen ASP in den Homeria rein, ne? Richtig. Beschreib die Situation. Ja, ich bereite meinen Zauber vor. Vermutlich wird stürzt gerade links neben mir noch ein weiterer leichter Falkenbanner-Infanterist herunter. Dann brülle ich fast den Zauber dem Homeria ins Gesicht und hoffe und bete, dass er durchkommt. Und ich nehme an, es verbrennt den Homeria komplett auseinander. Also im Grunde ist er nur noch eine schwelende Leiche. Ja, schwarzes Wasser, was aufploppt, hochprickelt, spritzt in alle Richtungen, weil es aufkocht. Eldan ist durch. 17 Jahre. Ich habe das schon vorgezogen. 20 Ahmad. Hat er auch gehandelt. Hab schon gemacht, ja. Abelmir. Wenn hier 50 Leute stehen, dann ist eh kein Durchkampf, vermutlich mal, oder? Wenig. Du kannst aber auch erkennen, dass es wohl ein Loch nach schräg oben gibt. Wie gut hat der Igisphero denn gewirkt? Ziemlich. Also, die brennen, das kannst du auch auf alle Fälle erkennen. Die Zeliten... Ja, ich muss gerade überlegen. Die Zeliten haben auf alle Fälle ziemlich Probleme mit dem Feuer und werden die zweite Reihe auseinanderbrechen. Die werden also hier zu den Seiten tanzen. Die Homeria-Krieger bleiben stehen. Und diese hier, die Seesoldaten, werden genauso zurückweichen und sich erstmal löschen. Die hintere Reihe macht aber weiter. Okay. Dann ist also, wir sind eigentlich in der Überzahl jetzt mit 50 Söldnern, vermuten mal jetzt. Könnt ihr aber nicht richtig gut nutzen. Den Vorteil, den ihr euch hier erhofft habt, haben die natürlich an dieser Stelle genauso. An den Homeriern kommt ihr ohne Wuchtschläger nicht durch. Wir haben Harpunade da rumstehen. Aber nicht unten. Aber wir 3, 2, 1. Ja, nichts tun wir erstmal. Wir werden zu beobachten. Genau. Stehst ratlos daneben. Dein Feuerzauber hat auf alle Fälle geklappt. Danke nochmal für den Hinweis. Immer. Ja, immer ist wieder dran. Immer orientiert sich, um vor allen Dingen hier oben einmal zu gucken, ob da irgendwas sich tut. Vielleicht steigen ja irgendwelche Leute hier von der Seite oder von hinten oder so ein, man weiß ja nicht. Und wenn diese Orientierung das nicht alles ergeben hat, was gleichzeitig auch die Initiative wieder erhöht, dann wird er sozusagen anfangen, die erste von seinen zwei Aktionen mit Nachladen zu beschäftigen. Er wird also einen Pfeil aus seinem Hüftköcher ziehen und ihn auf den Bogen legen. Hömer ist durch. Kiaras ist weiter damit beschäftigt, unten das Deck aufzuräumen. Wird ein bisschen dauern.
Kapitän Vigor erkennt, dass er gegen den Rondrianer keine Chancen hat. Er würde ganz gerne unter dir vorbeitauchen, einen Passierschlag entgegennehmen, wenn du so möchtest. Und er versucht gerade von mir wegzurennen. Er versucht an dir vorbeizutauchen, genau. Ja, dann hau ich einfach mal. Ich meine, an mir vorbeitauchen heißt nicht unbedingt, dass er sich aus dem Kampf lösen will. Aber ich treffe ihn nicht. Triffst ihn nicht? Nee. Gut, dann steht er auf der anderen Seite. Und ja, wird in der nächsten Aktion vielleicht irgendwas tun, aber kannst auf alle Fälle erkennen, dass er sehr gewillt ist, immer noch in diesen Raum zu kommen. In diesen Raum? Ja. Alles klar. Dann ist Eldan dran. Ja, wie viel leichtes Falkenbanner steht hier oben noch? Also was passiert mit den anderen beiden Homeriern? Kriegen die aufs Maul oder zerlegen die uns? Die meisten sind unten und dadurch, dass die anderen jetzt runtergedrückt worden sind, also das waren nur noch sehr, sehr wenige, wie gesagt, die dann irgendwann neben Kiaras aufgeschlagen sind auf die Planken, jetzt zerteilen die hier gerade die Netze und Taue, mit denen dann der Rest nach oben wollte. Ja, ich muss weglaufen. Stehen hier wirklich noch Söldner oder sind die schon lange im Kampf? Die sind auch im Kampf, die wurden abgezogen, die habt ihr leider nicht mitgenommen, die Token. Das ist immer ganz schade, wenn ihr euch irgendwie Söldner mitnehmt oder nicht mitnehmt, sondern die einfach nur so stehen lasst. Ist natürlich ganz gut, wenn ihr so Leute mitnehmt. Gut, egal. Ja, ich ziehe mich erstmal ein Stück zurück. Jalan, 17. Ich dränge mich irgendwie zwischen meinen Söldnern durch. Drücken, habe ich gesagt! Und werfe mich selbst in den Feind rein. Machen wir mal einen 6er Wuchtschlag. Das sieht doch gut aus. Wenn er nicht berät, kriegt er 16 Schaden. Homeria braucht nicht parieren. Wie viel kriegt er? 16. 16. Magisch, weil es wichtig ist. Magisch. Rüstungsschutz ist 5 bis 6. Natürlicher Rüstungsschutz. Ah, aquatisches Lebewesen, Landangst, ist alles egal. Muss gerade die Lebenspunkte mal gucken, alles klar, haben genug Lebenspunkte. Ist eine fiese Wunde, du kannst auf alle Fälle einen der Arme abtrennen. Die Scheren bleiben immer noch dort, aber einen der Arme fällt nutzlos zu Boden und er schaut dich aus nutzlosen, trüben Fischaugen an, die ja so ein bisschen stielig nach vorne stehen. Attackiert dich jetzt auch einmal, und zwar mit den Scheren. Berühre ich weg. Schau mal nach. Muss da keine Wucht reinlegen. Schade. Das ist pariert. Gut. Was tun meine Söldner? Machen die was oder sind die unfähig? Wie hoch soll denn die Wuchtansage von denen sein? Ach komm, nehmen wir eine solide 4. Eine 4? Das ist einmal getroffen. Ja, damit knabbeln sie auf alle Fälle noch eine ganz lange Zeit an den anderen Homeriern, um versuchen, durch die Rüstung zu kommen. Der auf deiner Seite sieht zumindest ganz gut aus. Wenn du den wegkriegst, könnte das sein, dass ihr dann den Vorteil gewittert erstellt. Achmat. Der läuft jetzt einfach von mir weg, oder was? Er ist unter dir durchgetaucht. Heißt, er ist immer noch mir zugewandt, oder wie kann ich das verstehen? Nicht wirklich. Na, dann packe ich ihn jetzt einfach von hinten, am Schlawittchen. Okay. Willst du ihn raufen, oder willst du ihn schwer zuschlagen? Ich will ihn einfach nur zu Boden ringen. Okay. Das ist eine 5er Erleichterung, weil ich im Rücken zu ihm stehe, ne? Ja. Das wäre gelungen. Okay. Dann kannst du ihn versuchen festzuhalten. Willst keinen wirklichen Schaden machen, nur ja, weiter binden, ne? Handgemenge. Also ich will ihn auf jeden Fall erschöpfen. Okay. Warte mal, reden Ausdauerschaden. Ja. Ganze 3 Ausdauerschaden. Abel mir. Ich würde mich jedenfalls hier hinbegeben
Und weil die Viecher sind noch ziemlich hoch, weil die sind noch 2-3 Meter hoch, vermute ich mal. Ebenfalls probieren Wurfschlag plus 6, wenn ich schaffe, in die Höhe zu kommen. Also über die rüber zu schlagen, über die andere, über unsere Söldner sozusagen. Das würdest du hinkriegen. Dann würde ich einen Wurfschlag plus 6 machen. Das ist ein Patzer. Dann brauchen wir die Patzertabelle, 2W6. Das ist dann die Axt. Ach halt, falsch. Neben dem vitruvianischen Mann. Der Nahkampfpatzerwurf. Stolpern. Dann stolperst du in die Richtung der Humeria, die einfach mal nach dir ihre Zangen ausstrecken. Hast du ein Chip? Hast du ein Chip oder sowas? Hast du nicht mehr, oder? Ja. Hast du noch? Ich hab nicht verbrannt. Also, ich hab ein Chip, oder? Als okay, wenn du ihn noch nicht benutzt hast, die würden auf alle Fälle treffen. Das ist gar nicht so viel. 2W6 plus 7 sind 10 Schaden, die du nur kriegst. 10 Schadenspunkte oder 10 Trefferpunkte? 10 Trefferpunkte, Entschuldigung, musst du darfst abziehen. Wo treffen die? Torso. Wenn es eine Wunde ist, weitere W6. Torso, Sekunde, habe ich. Bestätigt der drin? Torso, also Brust. Genau. Habe ich einen Rüstungsschutz von 4, eigentlich 6 übrig. Und. Okay, 6 Treffer, 6 Schadenspunkte. Ist auf alle Fälle, warte mal, es ist ein richtiger Einwand, den Johnny sagte. Es ist eine bestätigte 1, doppelter Schaden. Okay. Sei denn, willst du dein Chippy jetzt für die 1 vorher noch ausgeben oder für den Schaden? Ist mir egal, aber der Schaden ist ganz gut. Nee, ich hatte ja gesagt, gerade für den Chippy für die 1 ausgeben. Achso, das habe ich auch so verstanden. Gut, okay. 14 dachte ich, wäre der neue Angriff. Dann machen wir die 14 mit dem neuen Angriff. Passt, okay, gut. Ich dachte, sonst Bestätigung. Also, doppelter Schaden, also. Nee, keine doppelte Schaden, es sind einfach nur, was habe ich eben gesagt? 7 plus. Normal. 10 Schaden. 10 Schaden. Brust und 6 Schadenspunkte. Das könnte eine Wunde sein. 6 Schadenspunkte, nee, ist unter. Muss nur neu. Gut. Aber mir mit der 20 ist durch. Ömer? Ja, Ömer schaut sich mal an, wie das Ganze hier aussieht. Hat er schon gemacht letzte Runde. Er lädt weiter nach. Er lädt eine Aktion weiter nach. Und mit der zweiten Aktion, wenn er schießen will, ist es 8 Initiativphasen später. Gibt noch einige Leute, die von Yalan oben belassen worden sind, die 25 Mann, die hier nach dem Rechten schauen sollten. Die kämpfen gerade noch gegen ein paar Zeliten. Das wird allerdings auch nur ein kleines Zeitspiel werden. Die Zeliten werden da relativ schnell dann untergehen. Und danach kann man sich dann an die Pumeria wenden. Die sind ja auch gerade fertig und bewegen sich dann hier in diese Richtung. Da Adeptus Major Eldan Gorbas weggerannt ist, ist das gar aktuell kein ordentliches Ziel. Müssen auch nochmal weg. So, damit das ein bisschen mehr übersichtlich ist. Ja, lohnt das Ziel? Willst du schießen? Willst du, Ich ziele auf Kapitän Vigo in der Hoffnung, dass er irgendwas total Unrodrianisches tut und ich dann schießen darf. Okay, du wartest. Kiaras ist weiter unten beschäftigt. Wenn du willst, kannst du gerne mal Schaden gegen einen Veteranenpiraten machen. Würde dich nämlich gerade angreifen, hat wohl irgendwie gerade eine Lücke gefunden zwischen den durchbrechenden Männern und schlägt mit einem Langschwert auf dich ein. Sagt ja. Eine fitte 2 an. Und sticht daneben. Kann ich seine Waffe trotzdem binden? Wenn er nicht getroffen hat, nein. Schade. Gut, ich stech zurück. Und das nur, weil ihr Handlungspunkte wolltet. Schaden? Repariert er nicht? Nee, also aktuell nicht. Würde wohl gerne noch ein zweites Mal angreifen. Und da das kein Patzer war, würde das auch gehen. Greift nochmal an, umwandeln, Schwert um 4. Schafft er auch nicht, sticht wieder vorbei. Gut, ich wandle um tot von links.
Dann ist die Kampfrunde durch. Keras mit der 25 ist fertig. Nächste Kampfrunde 11. Da möchte ich doch ganz gern vorziehen. Ich hatte jetzt eine Frage. Gegen Homeria wäre ein gezielter Stich von der Tikkunde-Probe abhängig, richtig? Damit du an... Es sind Tiere, / Daimoniden. Also du brauchst auf alle Fälle die Tierkunde, ja, für Wasserwesen. Okay. Gut, dann werde ich jetzt nicht extra die Waffe verwechseln, um dann das Ding zu verkacken. Deswegen möchte ich lieber umwandeln und zweimal angreifen. Gebe ich ihm erstmal einen schönen 6er Wuchtschlag. Der ist lockerflockig gelungen. Homeria sind die schwere Infanterie der Meere. Sie stürmen nicht vor, sondern marschieren langsam und stetig voran, halten sich konzentriert eine Stellung. Gegner versuchen, sie niederzuwerfen und anschließend mit Wuchtschlag zu traktieren. Schalten sie gleich mit einem Hammerschlag aus. Panzerung vertrauen sie, eher gegenzuhalten, anstatt zu parieren. 20 Schaden. Ja, keine Parade. Sie werden gegenhalten und selber nochmal umwandeln, also zweimal angreifen. Mach mal erstmal dein Gegenhalten und guck, ob es dann noch richtig ist. Ja, das macht mit der Initiative überhaupt keinen Sinn. Du hast schon angesagt. Ja, das ist richtig, das ist das Verhalten. Oh, so, hätte er nicht die Initiative, wäre das jetzt gut. So, deine Initiative ist bei 17, meine ist bei 11. Der Unterschied ist 6. Ja, plus 4 von seiner Manöveransage. Plus 6 von meiner Manöveransage ist der Gesamtunterschied immer noch 4. Das heißt, du kannst das gegenhalten? Ich gewinne. Ja. Dann kannst du den vollen Schaden machen. Und er macht den halben. Gib mir. 7 plus 7 sind 14, halbe sind 7. Das kommt in keiner Zone durch. Was? Ich sage, wie es mal, es kommt in keiner Zone durch. Er ist kurz verblüfft, als er mit den Scheren versucht, eine Dose zu knacken, als ihn der schwere Schlag trifft. Ich glaube, bei 20 geht er in die Knie. Nicht unbedingt, weil seine Lebenspunkte aufgebraucht sind, aber auch die kriegen Wunden. Und ja, kannst auf alle Fälle beschreiben, wo du triffst, was du tust, wie du es machst, aber tot ist er nicht. An einer riesigen Schere beißt er sich gerade in den Bein fest. Nutzt, wie gesagt, die Zeit nochmal, um kurz verblüfft zu gucken. Und ja, dann nutzt er diesen kleinen Moment der Ablenkung, um ihm die Schildkante ins Gesicht zu zimmern, die ihn dann hinten überkippen lässt. Was ausreicht, damit man dann ihn vorne wegdrücken kann. Beide der Stielaugen sind jetzt ins Innere des Kopfes gedrückt. Du bist ja nicht ganz sicher, ob das diese Kreatur blind gemacht hat, aber sie ist auf alle Fälle bewegungslos, ohne noch einmal sich irgendwie zu bewegen, nach hinten gestürzt. Die Zeliden sind mittlerweile aufgrund des Flammenstrahls nach draußen gerannt, durch die Luke, die geschmolzen worden ist. Und du hast hier auf alle Fälle hier eine Lücke reingesprengt, durch die jetzt auch die Söldnereinheiten durchströmen, es sei denn, du möchtest vorher noch reinrennen, aber jetzt habt ihr auf alle Fälle die Lücke. Ich möchte natürlich vorher reinrennen. Ich möchte sowas von vorher reinrennen. Gut. Das schauen wir uns später an. Du hast deine zwei Aktionen attackiert. Elder. Beziehungsweise, nein, Entschuldigung, ich bin immer noch bei der 11. Kapitän Vigor, du möchtest ihn ringen, dann dreht er sich jetzt um und möchte dir ebenso seine Hand auf die Brust legen. Das gefällt mir nicht. Aber kann er gerne machen. Er spricht ein paar gluggernde Worte. Dann würde ich gerne parieren. Also wenn das jetzt, ohne dass er irgendeine Probe machen muss, seine Hand einfach auf meine Brust legen kann. Du darfst vorziehen. Nee, er muss mich doch erstmal angreifen, oder nicht? Ist es ein waffenloser Angriff? Schauen wir mal nach. Also das würde ich mir in die Zauberprobe eingehen lassen, aber du musst auf jeden Fall, die Berührung ist jetzt nicht einfach so gratis. Ah, oh, gebe ich euch recht. Also, weil gerade vor allem Rondrianer Kampf erfahren. Ja, ich überlege gerade. Wucht braucht er nicht, er muss ja nur durchkommen. Dann ist es eine Finte, beziehungsweise keine Gerade, sondern ein Schwinger, danke. Schwinger 3. Das schafft er. Alles klar, ja, dann versuche ich natürlich zu parieren. Mit der bloßen Faust. Das schaffe ich nicht. Gut. Dann, wie hoch ist deine Magieresistenz? 8. Acht? Ja.
Ah, er ist kein herausragender NPC, er ist nur ein Unterschaffter. Deine Magieresistenz ist 8, dann bleiben ihm alle Sternchen über dir hat. Ich muss gerade mal schauen, einen Moment. Wir haben 2 Sterne übrig. Ja, ich guck gerade. Die Lunge des Opfers füllt sich schlagartig mit Brackwasser, wodurch dieses 2x TP-Stern SP erleidet. Also 2x2 sind 4 SP. Gar nicht so gut. Das ist wirklich nicht so gut. Aber jetzt, wo ich merke, dass er mich verzaubert hat oder sowas, ja, würde ich ihn ganz gerne mit meinem Anderthalbhander schlagen. Du fängst auf alle Fälle erstmal an zu husten. Also du kannst natürlich weiter, also du bist noch auf Handgemenge, ne? Du bist noch auf Handgemenge, aber du kannst auf alle Fälle anfangen zu husten und merkst, dass wohl irgendwas in deiner Lunge entstanden ist. So, Anderthalbhänder hast du noch in der Hand? Ja, er muss eine Aktionposition aufwenden, um von Ringen nach Anderthalbhänder-Waffenkampf zu wechseln. Genau. Ich greife einfach in H an. Mit dem Knaufschlag? Und nehme sich Erschwernis auf. Oder so. Ich hack ihn einfach kaputt. Gut, dann hack ihn kaputt. Also mit Anderthalbhänder greifst du nur an, wenn du 3 Aktionen die Runde hast. Warte, ich habe pariert. Eine Aktion, anderthalb in der benutzen, weil du vorher im Ring warst. Von Raufen bist du... Ach so, klar, von klar, okay. Ja, dann brauche ich ja eine Aktion Position. Dann kannst du das nächste Runde machen. Ja. Du willst die Hand... Ich möchte übrigens in 2-Hand-Schwerter wechseln. Also nicht in anderthalb Hände, sondern 2-Hand-Schwerter. Mhm. Jetzt gibt's offensichtlich Kelle. So, ja. Eldern. Da ich nicht mehr viel andere Optionen habe, halte ich eine flammende Rede darüber, dass Prios der einzig wahre Gott ist. Ja. Oh Mann. Kannst gerne eine Liturgiekenntnisprobe schmeißen. Oder eine heilkunde Seele, um die Männer zu ermutigen. Ja, ich bin out of ASP, was das erwartet. Finde ich gut. Mal. Ja. Du siehst, wie die Wolkendecke aufbricht. Und ein paar Sonnenstrahlen auf die Arche herniederfallen. Es ist ein schöner, heller Tag. Ja. Die Sonne scheint. Ich bin zufrieden mit mir selbst. Hm, 17. Ja, dann hat die Formation geknackt. Aber mir, du bist gemeint. Achso, das ist 20, bin ich aber. Ich war dran. Faust, ich war schon. Ach, du hast es vorgezogen. Stimmt, Entschuldigung. Ja, ich würde erst muss ich mit einer normalen Attacke plus 6, muss er die vorher spätestens abbauen von plus 6, dann die Wuchsbruchschlag und würde nochmal eine normale Attacke machen. Plus 6 Attacke, um abzubauen. Diesmal gelingt es aber. Mhm. Schaden. Du kannst auch eine einfache Aktion Position machen, das würde auch gehen, aber kannst das natürlich auch in Säbelattacke stecken. So, sind. Aber wenn du angreifst, greift er auch zurück an. 1. Mmh, ist das köstlich. Oh Mann. Bestätigt. Kann ich reparieren? Aber mir, nein! Kann ich gewiss parieren? Ja, kannst du. Halbe Parade, ne? Schaff das. Und der Schaden! Ja! Dann beschreib doch mal bitte, ich muss gerade überlegen, 4 plus 7 sind 13, 11. 11 mal 2 sind 22. Der Bruchfaktor deines Säbels steigt um 2 Punkte. Beschreib die Szene. Der Humeria greift mich an, also ich probiere zu attackieren, schaff's nicht. Der Humeria greift im Gegenzug nach meinem Säbel und verbiegt ihn mit seiner Schere um einen gewissen Winkel und es macht ein bedenkliches Knirschen in diesem Säbel und er steht etwas schief. Könnte man sagen, die Klinge. Und ich bin baff und starr über diese Kraft, die diese Wesen anscheinend besitzen. Ja, definitiv. Kiara, hast du was angegriffen? Und zwar umgewandelt, 2x angegriffen. Einmal Finte 2. Versuchen. Das schafft er. Und dann nur umgewandelt, einmal mit einer +4. Auch das schafft er.